Bewegst du dich noch viel weiter oder lässt du mich jetzt nochmal durch, Kollege? Ich will da rechts wieder lang. So ist brav. Gehen wir hier mal lang. Wow! Ey, Penner, du hast dich umgedreht. Cheater! Damit habe ich nicht gerechnet, dass du dich umdrehst. Menschliche Bewegungsmuster sind in diesem Spiel hochtechnologisch verboten. Ja, wo muss ich lang? Aha, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Hightech-Versteck. Cool. Was haben wir denn hier? Nuke-Virus. Stoppwurm. Computer. Oh, der kann ja durchgucken. Der kann da durchgucken. Scheiße. Oh fuck, das wird lustig. Eine Menge Klebezettel. Ja, der Typ ist ein Profi. Liegt da noch irgendwas? Ne, das gehört zum Computer. Obwohl, warte mal. Ne, es ist ein Computer. Okay, versuchen wir es mal. Hacken. Wo muss ich lang? Nach oben Mitte? Ja, oben Mitte. Da ist einer. Und da ist auch einer. Also in beide Richtungen. Auf I. Spammen. Halbe Minute Zeit. Das ist aber verdammt viel, Leute. Da haben wir schon den ersten Knoten. Da haben wir gleich den zweiten. Und damit sind wir durch. Zugriff gewährt. Stufe 1 Computer, man merkt's. So. Geben Sie Pritchard Bescheid, Malak. Der Hacker, der uns angegriffen hat, nennt sich Windmill. Richtiger Name Ari van Bruggen. Beltower soll ihn verhaften. Verhaften oder beseitigen? Wie auch immer, als er beschossen wurde, ist er untergetaucht. Wir müssen ihn finden. In der Nähe der Stelle, wo ich sie abgesetzt habe, gibt es einen Nachtclub, The Hive. Er ist in Schwarzmarktkreisen berüchtigt. Wenn der Holländer auf der Flucht ist, geht er dort als erstes hin. Ich rede mal mit dem Besitzer. Hey, in dem Hive waren wir doch schon mal. Und ich habe Geist bekommen als Bonuspunktzahl. Sehr nice. Weil mich kein Schwein gesehen hat bis jetzt. Das freut doch. 3000 Punkte insgesamt. Aber erstmal gucken wir uns jetzt die E-Mails nochmal durch. Beziehungsweise, wir klicken sie kurz durch. Machen den PC aus. Und lesen sie hier nach. So. Ja, das war Gerüchten zufolge. Ja, das müsste ja nicht das sein. Windmill, Hive Master, bist du da? Rangehen, 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 bitte. Mr. Van Bruggen, so eine Überraschung. Zu plaudern. Angebot, Jobangebot. Was tun Sie, Ari? Bezahlt werde. Nur diesmal sind Klienten nicht zufrieden. Das ist sie nie. Ah ja. Arrangement WHKK könnte eine Weile dauern. Ja, bei Hive Master dürfte es logisch sein, dass er der Typ dahin will. Scheiße, was soll das, Windmill? Hab Lady nie so wütend gesehen. BT Trupp unterwegs. Keine Rücksicht, empfehle Flucht. Und irgendjemand scheint auf ihn angesetzt worden zu sein, so wie das klingt. Das letzte? Nur für Hive-VIPs. 15 Jahre, gratis Champagner. Oh, wie toll ist das denn? Das freut auch das Herz. Fein, fein. Dann gehen wir doch mal wieder. Hi. Geh mal weg, bitte. Du auch. Dankeschön. Dreh dich um. So ist brav. Ja, so kann man auch in eine Wohnung eindringen, die von dem Militär bewacht wird. Haben Sie wohl meine gesuchte Person verscheucht für mich? Das ist ja schlechtes Omen. Wo komme ich hier raus? Vor einer Seitentür, hä? Hä? Wo bin ich hier? Das ist ein Bett, ja? Wo bin ich hier? Ist da Nein! jemand? Keiner da! Keiner da! Ich bin wieder weg! Tschüss! Das war wohl die Tür für Idioten, wenn man da durchgeht. Aber ich habe meine Erfahrungspunkte für die Quest schon bekommen. Unfair. Ich sehe hier niemanden. Wer blockiert den verdammten Aufzug? Ich habe keine Ahnung, Sir. Dann finden Sie es raus. Dieser Aufzug muss jederzeit frei sein. Unser Spezialist muss hier rauf und schnellstens diesen Computer knacken. Ist da jemand? Nein. Hier ist keiner. Jetzt, warum haben die mich jetzt gehört? Ich dachte, ich habe eine Optimierung, die das Laufen super toll macht. Geh weg.
Geh einfach weg, bitte. Dankeschön. Jetzt kommt der Penner hier in die Richtung natürlich, scheiße. Der Aufzug geht nicht. Quick save und run. Ja, jetzt kommt er wahrscheinlich bis hierher, ne? Hm, er ist stehen geblieben. Ja, es geht wahrscheinlich um den Aufzug. Kann ich da eine Drehung machen? Ja, kann ich. Ich bin so gut. Und hier drin war ich noch nicht, aber ist auch egal. Anscheinend ist hier keine Wache drin, also ist es schon mal besserer Punkt für mich drin zu gehen als die anderen Punkte gerade eben. Punkt, 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 Komma, Strich. Nein. Dusche, ich dachte gerade schon, das wäre wieder so eine komische Außentür, die mich verraten würde. Ich werde gerade paranoid. Ich will hier raus, lass mich raus! Tür auf! Fenster auf. Der hat ja aber ziemlich gut geräumt. Wo ist der Kerl? Kommt gerade wieder hergewackelt, okay. Wo war denn mein Ausgang hier? Da, oder? Ja, ich schaff's schon irgendwie. Scheiße. Oh, bitte. Bitte komm nicht weiter, dann passt das ganz genau. Ich könnte jetzt wieder hier reingehen, aber ich glaube, das wäre falsch. Und da drüben ist noch ein Lüftungsschacht, den ich gesehen habe. Also, gehen wir mal hier lang. Und dann hier rein. Kommen wir sicherlich auch irgendwo an. Ja, hier waren wir durchgekommen. Ne, beziehungsweise das ist der andere Weg, den ich hätte gehen können. Hm, nicht wesentlich schwieriger, muss ich sagen. Nimmt sich nichts. Gut, dann wollen wir jetzt einfach nur noch runter. Runter, runter, runter. Ja. Hätte ich jetzt das super tolle Icarus-Landesystem geskillt, könnte ich ja mal ganz spontan den Aufzugsschacht hinunterspringen, aber ich bin ja ein Mensch, der gerne lebend irgendwo ankommt. Auch ohne Augmentierung. Das heißt, ich muss nicht sinnlos irgendwo in der Gegend rumspringen in meinen Tod. Da liegt doch was, oder? Ich glaube, da liegt was. Ja, da ist was. Was ist denn das? Ein Praxiskit! Mit dem Aufzug, wie geil! Oh mein Gott, Leute, ich habe ein Praxiskit gefunden! Oh, wie geil! Ich freue mich! Ich möchte meiner Familie danken, allen Zockern, die ich bisher kennengelernt habe. Vor allem WoW möchte ich danken, das ist ein tolles Spiel und ja, reicht. Hui, jetzt habe ich schon wieder 4 Punkte, oder? Zeig mal kurz. Jo, jetzt schon wieder 4 Punkte. Cool. Also, da bin ich wohl gerade ziemlich fleißig. Jensen, ich dachte, Sie wollen vielleicht ein paar Infos, bevor Sie den Hive betreten. Der Besitzer heißt Tong Si Hung. Tong ist der Nachname. Angeblich hat er Verbindungen zu den Triaden. Die Chefs des organisierten Verbrechens in China. Na, großartig. Will sonst noch jemand ein Stück vom Kuchen? Ja, ich bitte. Hallo. Ich höre Sie. Ich habe eine Augmentierung, mit der ich leise gehe. Warum hörst du mich? Okay, er kommt da lang. Gehen wir hier lang. Ja, wir gehen hier lang. Dup, 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 dup. Da drüben ist auch gerade... Der da drüben? Da läuft auch einer hin und her. Wartet, ich zeig's euch. Seht ihr da? Das ist auch ein Polizist, glaube ich. Müsste, auf jeden Fall ist er ziemlich heftig gepanzert. Das heißt, das gesamte Dach hier ist abgeriegelt worden, wenn ich es mal so sagen darf. Hm. Ja, muss wohl, wenn ich gucke, wie gut die Dächer hier befestigt sind, dass man wirklich von A nach B, von C nach D, von X nach Y kommen kann, dann, ja, ist das auch bitter nötig. Was ist das hier? Munition. Ja, nehme ich auch gerne. Moment, ich will kurz was nachgucken. Fußaugmentierung. Ach, ich muss das kaufen, wenn ich lautlos gehen und sprinten und so weiter will. Ja, leck mich. Kannst mich am Arsch lecken, als wenn ich das jetzt kaufen würde.
Komme ich hier runter irgendwo? Keine Ahnung, testen wir's. Komm. Hey, ich will hier mal hoch. Keiner weiß warum. Warum? Weil ich es kann. Guckt Leute, ich mach Kunststückchen hier oben. Ich bin ein Fassadenkletterer. Ach, hier bin ich hochgeklettert beim letzten Mal. Sehr gut. Kann ich auf das Drahtseil? Nein, aber ich kann runterknallen. Sehr gut. Das ist immer gut. Runterknallen irgendwo ist immer... praktisch.